Hallihallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Diesmal wieder in der Modellbau-Ecke. Ich bin's, euer Schakka. Allerdings werden wir diesmal etwas anderes unboxen. So würde ich das Ganze ruhig mal nennen. Tja, liebe Freunde, und zwar, wie gesagt, werden wir ein paar Dinge unboxen. Und zwar wie folgendes. Ich hoffe, man kann das einigermaßen sehen. Und was ist drin? Hier habe ich bestellt. Das ist so ein Bolzenentferner oder auch zum Reinmachen von den Bolzen in Fahrradketten. Speziell für Mountainbikes und Rennräder gedacht. Der ist noch nicht ganz fest. Und zwar kann man da nämlich mit wunderbar diesen Stift rein oder raus drehen. Und das brauche ich für das Rennrad. Das ist das erste Teil, was ich mir bestellt habe. Dann noch ein Wie man zweifelsohne erkennen kann, sind das Bautenzüge. Das ist ein Satz für die Bremsen. Ich werde mir noch einen zweiten OMG wahrscheinlich holen für die Schaltung. Wie gesagt, dass das zweite Teil, was ich bestellt habe, was ich mal hier oben für euch liegen ein bisschen in die Ecken. Und dann habe ich noch bei Amazon was bestellt. Ist nichts mehr drin. Und zwar ist das hier ich pack's nochmal aus. Ist das nämlich dieses wunderbare Tape um den Lenker rum, was ich brauche, weil da muss auch Neues drauf. Das habe ich mir, wie gesagt, bestellt. Das ist synthetischer Kork. Wie gesagt, habe ich mir bestellt. Dann noch eine Kette für eine 10er, für 10-Gang-Schaltung von Shimano. Ich hoffe, dass die passt. Das wären erstmal die Sachen vom Unboxing. Sozusagen hier einmal dieser Hebel und dann Polster, Kette und Bautenzüge. Das war es an dieser Stelle erstmal von mir. Kurz und nicht wahnsinnig spektakulär, das Unboxing. Werde euch natürlich berichten, wie das Ganze funktioniert hat, ob das gepasst hat, ob ich es wieder kaufen würde oder nicht. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da. So, zack. Und schreibt ansonsten in die Kommentare irgendwie was rein, wenn ihr was reinschreiben wollt, unten. Und ja, abonniert meinen Kanal, wenn ihr wollt, wenn ihr es cool fandet, was ich mache, dass ich auch nochmal was anderes neben Modellbaubereich mache. Und ja, schreibt mir, was ihr davon haltet, was ihr dazu denkt, ob ihr schon mal Erfahrungen damit gemacht habt. Würde mich durchaus auch mal interessieren, ob vielleicht der eine oder andere da schon Tipps zu hat und vielleicht irgendwie was erzählen kann. Und das war's an dieser Stelle von mir. Ich sage auf Wiedersehen, bis zu meinem nächsten Video, euer Schakka, ciao.